Haben Sie schon mal ausgerechnet, wie viel das eigentlich bringen würde dem Haushalt? Wir gehen von 30 bis 100 Milliarden aus, was echt eine Riesensumme ist. Natürlich ist Sexismus ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch von einer Partei wie der Linken nicht Halt macht. Ja, willkommen zu Teil 2 mit Janine Wissler. Teil 1 habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Jetzt geht es weiter. Tatsächlich, wir sprechen unter anderem nochmal über die Übergewinnsteuer und über Finanzen und alles, was damit zusammenhängt. Viel Spaß und schaut euch das alles jetzt mal an, und zwar in Ruhe. Auf ein Abendessen lieber mit Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner? Sarah Wagenknecht. Okay. Vielleicht auch beide zusammen, wer weiß. Ja. Spannendes Trio. Lieber Opposition bleiben und nie Kompromisse eingehen oder Kompromisse eingehen in Grundsatzfragen? Das ist schwer, das so abstrakt zu beantworten. Also ich finde, ich habe ja selber in Hessen zweimal über eine Regierungsbeteiligung verhandelt. Also ich finde, ich will was verändern. Und, wenn das in Regierung, ist auch das Senator tatsächlich. Ja. Ja, wie gesagt, es geht jetzt nicht um einfach irgendwie, es geht ja nicht um Grundsatzfragen, die man wie ein Dogma vor sich her trägt, sondern ich finde, wenn, also ich glaube, die Linke darf nicht ihr Wahlprogramm und ihre Überzeugung in die Tonne treten, das darf man nicht. Okay. Also bevor man das tut, würde ich sagen, bleibt man lieber Opposition. Aber wenn es möglich ist, ja, Verbesserungen durchzusetzen, dann. Hufeisentheorie, richtig oder falsch? Falsch. Okay. Und es gibt noch, das wurde ganz oft gefragt, die MMT-Theorie, sagt die Ihnen was? Ja. Finden Sie die richtig oder falsch? Ist es Quatsch oder ist es? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja. Also es ist sehr vielfältig. Ich hätte eher eine gewisse Skepsis. Okay. Lassen Sie uns aber über Finanzen und Übergewinnsteuer nochmal sprechen. Und ich möchte da einsteigen mit einer Frage eines Users oder einer Userin. Wie wollt ihr die effektive Besteuerung von Reichen durchsetzen? Höhere Steuern führen ja häufig zu höherer Steuervermeidung und damit auch zu einer höheren Differenz zwischen theoretischen und effektiven Steuersatz. Naja, also ich finde, das Erste, was man mal feststellen muss, dass wir in Deutschland Vermögen sehr fast gar nicht besteuern. Also es gibt sehr, sehr geringen Anteil nur an Steuern, die irgendwie vermögensbezogen sind. Also die Vermögenssteuer selbst ist ja komplett ausgesetzt seit vielen Jahren. Und ich finde, da anzusetzen, den ersten wichtigen Punkt und wirklich mit hohen Freibeträgen, also so eben, dass nicht die Menschen im Eigenheim davon betroffen sind, sondern eben wirklich eine Freigrenze festzulegen und darüber das moderat zu machen. Aber ich finde einfach, wir müssen an die ganz hohen Vermögen ran, weil wir haben einfach eine dramatische Situation, dass 10% der Bevölkerung 2/3 des Vermögens besitzen. Ganz hoch heißt bei Ihnen ab 1 Million Euro, genau. Richtig? Ja, soweit. Aber, und dann, aber also ich will nur sagen, dass die 1 Million, die man hat, die kann man auch komplett behalten. Also die 1 Million geht man gar nicht ran. Mhm. Und nur der darüber liegende Betrag über 1 Million, den die meisten Menschen nicht haben, 40% der Deutschen haben Schulden oder gar kein Vermögen. Und den würde man mit 1% besteuern. Barvermögen oder ist es auch inklusive Häuser und Co.? Also diese das ist der Grund, warum die Vermögenssteuer mal ausgesetzt wurde, weil da Vermögen unterschiedlich bewertet und unterschiedlich besteuert wurde. Also man muss alle Vermögen mit einem. Also alles. Ja. Also auch wenn ein Haus 600.000 Euro wert wäre, dann bleiben noch 400.000 Euro Pi mal Daumen. Und nicht Pi mal Daumen, aber 400.000. Ja, wie gesagt, also die erste Million gar nicht und danach 1%. Also das heißt, das ist besteuert in der Regel gar nicht unbedingt das Vermögen, sondern den Zuwachs auf Vermögen. Bei der Übergewinnsteuer, das betrifft ja jetzt vor allem Unternehmen und Unternehmen und Energiekonzerne. Es gab ja schon etliche Interviews mit Ihnen und Talkshows, wo Sie darüber gesprochen haben. Die Bundesregierung nennt das ja auch eher Zufallsgewinnsteuer. Haben Sie denn als Linke mal festgesetzt, wie hoch jetzt eigentlich diese Übergewinnsteuer prozentual sein soll und wann die anfängt? Weil ich konnte da, natürlich haben Sie da auch auf der Webseite einiges zu stehen, aber so konkrete Prozentsätze oder Beträge habe ich da jetzt nicht gefunden. Ja, wir haben, es gibt eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die das ganz gut mal durchgerechnet hat und die mit 3 verschiedenen Steuersätzen gerechnet hat. Also der unterste sind 25%. Das ist das Modell, was man in Italien gemacht hat, wo man eben diese Übergewinne mit 25% wegbesteuert hat. Mit 50% und mit 90%. 90% ist das Modell in Spanien. Spanien hat eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne und Banken eingeführt. Besteuert 90% der Übergewinne weg und finanziert damit zum Beispiel den kostenfreien ÖPNV, was natürlich total super ist, sozialgerecht und klimafreundlich. Diese 3 Modelle haben wir durchgerechnet und uns das angeschaut. Ich persönlich bin der Meinung, dass 25% ein bisschen wenig ist. Aber wann beginnt das denn? Also 25 oder 90%, ab welchem Eurobetrag?
Das kann man, also man kann es nicht auf den Eurobetrag sagen, sondern aber man muss... Aber was denn sonst? Also ich meine, irgendwo muss man ja die Gewinne dann auch festlegen. Ja, ja, aber man kann das, man muss es an der Entwicklung der letzten Jahre, also man muss es an der Gewinnentwicklung machen. Man kann ja nicht sagen, ab so und so viel ist es ein Übergewinn, sondern man muss sich anschauen, dann die letzten 3 Jahre oder die letzten 5 Jahre den Durchschnitt bilden und sich dann angucken, was ist da 2022 eben draufgekommen. Und wenn das zum Beispiel 10% mehr ist als in den letzten Jahren, dann kann man zum Beispiel davon Übergewinnen oder Zufallsgewinnen sprechen. Aber das ist die Frage nicht von einer konkreten Summe, weil ja jedes Unternehmen unterschiedlich hohe Gewinne macht, sondern man muss sich die Entwicklung anschauen. Aber ich sage mal so, dass das Ganze nicht völlig unkompliziert ist, ist mir auch klar. Das ist ziemlich kompliziert, vor allem, weil es ja noch ganz andere Aspekte gibt. Die Frage ist, ob es komplizierter ist, als eine Gasumlage einzuführen, danach die Mehrwertsteuer zu senken und so weiter. Also das scheint mir noch komplizierter zu sein. Ja. Aber wenn so viele Länder in Europa das hinkriegen, aber dann bin ich sicher, dass das im Deutschen Bundestag bei der hohen Juristenquote, die wir haben, auch in den Ministerien möglich sein sollte, das hinzukriegen. Aber was ist denn zum Beispiel auch mit Unternehmen wie zum Beispiel BioNTech? Das sind ja auch, haben ja auch Zufallsgewinne gemacht, haben ja auch eine Übergewinnsteuer eigentlich erzielt durch eine zufällige Pandemie. Wie wird das gerechtfertigt? Also vorweg, ich hätte auch nichts dagegen, dass ein solches Unternehmen durchaus mehr Steuern bezahlt, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch immer gefordert, auch, dass man da an die Patente rangeht, weil man darf ja nicht vergessen, BioNTech hat wichtige Arbeit geleistet, aber die haben ja auch ungefähr einen dreistelligen Millionenbetrag an staatlichen Hilfen bekommen. Und natürlich ist es so, dass es dann auch sinnvoll ist, da auch zu besteuern. Ja, seid ihr da eigentlich einer Meinung mit Frau Wissler? Ja oder nein? Schreibt mir das gerne mal jetzt hier unten in die Kommentare. Aber was BioNTech unterscheidet zwischen den Mineralölkonzernen, und das ist mir schon wichtig zu sagen, ist, BioNTech hat ja ein neues Produkt entwickelt, einen Impfstoff entwickelt. Ja, und damit haben sie sehr, sehr viel Geld verdient. Wie gesagt, da würde ich auch sagen, könnte man ein bisschen was wegbesteuern. Aber die Mineralölkonzerne haben kein neues Produkt entwickelt. Die haben auch nicht ihre Leistung verbessert, sondern das sind reine Windfall Profits. Also es sind Gewinne, die nur deshalb entstehen, weil es eine Gasmangellage gibt, weil es Spekulationen gibt. Und deshalb verdienen die mehr am gleichen Produkt als in den letzten Jahren. Was ist mit beispielsweise, es wurde auch ganz oft erwähnt, mit Überverlusten? Macht man sich darüber Gedanken? Also wenn auch meinetwegen Energiekonzerne gerade wirklich... Ja, das erleben wir ja gerade bei Uniper. Und das ist genau das Problem. Übergewinne werden privatisiert, Überverluste werden sozialisiert. Das ist genau das Problem. Dass wenn ein Konzern wie Uniper in die wirtschaftliche Schieflage geht, dass dann die Gasumlage eingeführt wird, wo jetzt alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die zufälligerweise mit Gas heizen, jetzt Geld abdrücken sollen für ein Unternehmen, das jahrelang gut verdient hat und dass das jetzt mit Steuermilliarden gerettet werden muss. Das ist doch genau das Problem. Und das ist doch nicht einzusehen, dass wenn Banken oder Energiekonzerne, wenn die in die Schieflage geraten, dann müssen die mit Milliarden Steuergeld gerettet werden. Und wenn es denen gut geht und wenn die hohe Gewinne machen, dann wird das einfach an die Aktionäre ausgeschüttet. Genau das ist der Punkt, warum wir sagen, Uniper retten, richtig, ja, am besten gleich... Und sonst hätten wir ein großes Problem auch mit anderen. Sonst hätten wir ein großes Problem, richtig. Aber wir müssen eben auch dafür sorgen, dass die Übergewinne, die gleichzeitig entstehen, dann eben auch abgeschöpft werden. Und haben Sie schon mal ausgerechnet, wie viel das eigentlich bringen würde dem Haushalt? Das kommt ein bisschen drauf an, wo man den Steuersatz genau ansetzt. Wir gehen von 30 bis 100 Milliarden aus, was echt eine Riesensumme ist. Ich war persönlich selber überrascht, als ich das gelesen habe. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Summe so hoch sein würde. Aber das ist die Summe, wo man von ausgehen kann, es ist ein ordentlicher zweistelliger Milliardenbetrag und den könnte man abschöpfen und damit könnte man natürlich auch auf der anderen Seite Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen finanzieren, weil ich meine, mit diesen 300 Euro Einmalzahlung kommen die Leute doch nicht über den Winter. Also das ist ja völlig unmöglich angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise, Energiekosten und so weiter. Kommen wir noch auf zwei Fragen zum Schluss zu sprechen tatsächlich, bevor wir dann gleich auch schließen. Ganz anderes Thema, hat aber auch mit der Linken tatsächlich zu tun. David Buchner oder Buchner möchte wissen, war auch ein Thema in den Linken, bei der Linken jetzt dieses Jahr. Wie geht Ihre Partei, aber gerade auch Sie selbst als zentrale Person mit den neuen Erkenntnissen zu sexueller Belästigung in Ihrer Partei um? Gerade da es sich um Ihren Landesverband Hessen und Ihren ehemaligen Lebensgefährten handelt. Aber er stellt auch klar, es geht nicht um persönliche Affinitäten oder persönliche Geschichten jetzt in dem Fall, sondern genau um diesen Fall. Sie haben bei Kreuzverhör, bei Funk vor ein paar Tagen ja auch gesagt, dass da bereits Mechanismen eingeführt wurden, dass Sie da was tun, dass es bereits Gesprächspartner geben soll, an die sich Betroffene wenden können. Aber trotzdem nochmal die Rückfrage, sind Sie sich da sicher, dass das gelöst werden kann?
das Problem von Sexismus und das Problem von der Gefahr von sexuellen Übergriffen, ich weiß nicht, ob man das komplett lösen kann, ja, aber man kann einen Umgang damit finden und man kann das Risiko verringern und vor allem auch eine Sensibilisierung schaffen, dass Leute eingreifen, dass Menschen nicht wegschauen. Das, glaube ich, können wir tun. Natürlich ist Sexismus ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch von einer Partei wie der Linken nicht Halt macht. Und natürlich erleben wir in allen großen Organisationen, dass es eben solche Fälle gibt. Und ich weiß nicht, ob man das grundsätzlich verhindern kann, dass das passiert. Sollte das Ziel sein? Natürlich ist das das Ziel. Das Ziel ist, Sexismus, Rassismus in der Gesellschaft grundsätzlich so zu bekämpfen, dass es das nicht gibt, dass es keine Gewalt an Frauen gibt. Das ist natürlich das Ziel, das so zu machen. Ich sage nur, der Anspruch muss sein, dass wenn es solche Vorkommnisse gibt, dass es Strukturen gibt, dass es ein Hinsehen gibt. Und das will ich nochmal sagen, ja, da habe ich einen höheren Anspruch an die Partei als an die Gesamtgesellschaft, weil es gibt natürlich viel sexistisches Verhalten, was weit unterhalb der Strafbarkeit liegt. Ja? Also jetzt sexistische Sprüche sind in der Regel nicht strafbar. Ja? Oder ich sag mal, junge Frauen von oben herab zu behandeln, ihnen dauernd ins Wort zu fallen. Ja, das sind ja Dinge, da geht es ja nicht um Strafbarkeit, sondern da geht es um eine Kultur. Und ich habe den Anspruch an die Linke, wenn sie den Anspruch hat, eine feministische Partei zu sein, dass wir eine Kultur haben, in der ja die Gleichberechtigung der Mitglieder gelebt wird, in der alle sich wohl und sicher fühlen. Und wenn es zu solchen Fällen kommt, was man, wie gesagt, das kann man nicht komplett verhindern. Wenn es zu solchen Fällen kommt, dass es dann Ansprechpersonen gibt, dass es Vertrauensgruppen gibt, dass es Stellen gibt, wo man sich hinwenden kann und dass es dann natürlich auch Konsequenzen gibt. Aber was wir jetzt im Moment vor allem versuchen, ist eben da auch nochmal durch Schulungen auch die Kultur in der Partei zu verändern, damit eben nicht alle weghören, wenn irgendjemand sexistisch beleidigt wird oder sexistische Sprüche sich anhören muss, sondern dass dann auch jemand sagt, hier, hör mal, das akzeptieren wir hier nicht. Und das letzte Frage, schafft es die Linke eigentlich nochmal den Bundestag nächstes Jahr? Nächstes Jahr 2025 bei der nächsten Bundestag. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir auch nächstes Jahr Neuwahl, das weiß oder man ja. Oder nächstes Jahr unsicheren hat die Zeiten Linke nicht. Sich schon auseinandergespalten im Bundestag selbst. Dann ist sie noch da, aber nur noch zwei Gruppen. Ohne große Rechte. Die Linke wird wird auch im nächsten Bundestag vertreten sein. Ich glaube, die Chancen tatsächlich, das habe ich gerade eben noch mit Leuten von der FDP besprochen, wo wir vorhin noch waren zum Interview, da meinten wir, naja, tatsächlich, die AfD hat größere Chancen als die FDP und die Linke im nächsten Bundestag zu sein, als die Linke und die AfD, die Linke und die FDP. Ich sag mal so, wer hätte denn vor anderthalb Jahren gedacht, dass heute Olaf Scholz Bundeskanzler ist? Also ich will nur sagen, die Dinge sind auch sehr volatil. Ich meine, die SPD ist aus einem 12-14%-Loch gekommen und stellt heute den Kanzler. Das heißt, die Linke will den Kanzler stellen als nächstes. Würde sie sich wahrscheinlich wünschen. Ja, mal gucken. Das ist dann wirklich das Fernziel, da haben Sie dann recht. Das ist dann eher die Utopie vielleicht, als dass wir das in den nächsten drei Jahren erreichen können. Aber wer weiß. In der Utopie Janine Wissler, Bundeskanzlerin oder Ihr Kollege dann? Schauen wir mal. Ja, finden wir eine Lösung. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass die Linke den Kanzler oder die Kanzlerin stellt, dann werden wir geeignetes Personal dafür finden. Schauen wir mal, ob das passiert, falls ihr davon überzeugt seid, dass die Linke Kanzler oder Kanzlerin wird. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bezweifle allerdings, dass das viele so denken. Ich wollte das auch nicht als realistische Option für 2025. Sie meinen ja, dass die Linke in einer Utopie lebt oder zumindest Nein, Utopien das habe ich natürlich nicht gesagt. Oder ich habe nur gesagt, dass anstrebt. Die... Ja, ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der es sehr notwendig ist, auch Visionen und Utopien über den Tag hinaus zu haben. Ich glaube, dass das gerade angesichts dieser verschiedenen Krisen, die wir erleben, Klimakrise, Kriege, die größten Zahl von Geflüchteten seit dem Zweiten Weltkrieg, die soziale Krise. Ich finde gerade, dass es sich lohnt, auch daran zu glauben, dass man Gesellschaft grundlegend verändern kann und dass man ja darum kämpft, dass die Welt eine bessere ist. Und ich glaube, dass wir grundlegende Fragen wie sowas wie Klimawandel überhaupt nicht ändern können, wenn wir nicht Dinge machen, die vielleicht heute unvorstellbar sind. Und in dem Sinne ein großes Plädoyer dafür, nicht nur in Tagespolitik und im Klein-Klein zu denken, sondern über den Tag hinaus zu denken. Danke auf jeden Fall für die Antworten und die Zeit. Und ja, vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann nochmal wieder.
bei einem Kanzlerinterview. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ich weiß ja nicht, wer Sie dann sind. Wahrscheinlich immer noch Journalist oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wenn Sie dann irgendwie ARD oder was weiß ich, ARD-Intendant sind und wir den Kanzler stellen, dann können wir... Ich habe gehört, beim RBB wird was frei. Schauen wir mal. Danke Ihnen auf jeden Fall. Soweit also zu Teil 2 des Gesprächs. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Falls ihr Teil 1 jetzt noch sehen wollt, dann klickt mal hier drauf. Und ansonsten abonniert gerne, falls ihr dann mögt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke euch fürs Zusehen. Euer Marvin. Bis dann. So, sorry, wir haben leider 5 Minuten überzogen. Es tut mir leid. Okay. Dann bräuchten wir...